Bali. Ja, die Messe, heute beginnt sie und wir sind hier am Stand von MyBody, dem neuen, äußerst innovativen Online-Fitnessportal Deutschlands, und was bietet sich besser an als die riesige Fitness- und Sportmesse, eine absolute Neuheit auf dem Online-Fitnessmarkt zu präsentieren, dem Live-Interaktiv-Tool von MyBody, und das dann auch mit einer Sportler-Persönlichkeit, die in Deutschland unheimlich hohe Sympathiewerte genießt für Leistung, Ehrgeiz, aber auch Authentizität steht. Und da freue ich mich sehr, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen auf der FIBO, die mehrfache Welt- und Europameisterin im Schwimmen, Franziska von Almsick. Des Weiteren stehen uns als Gesprächspartner zur Verfügung die beiden Geschäftsführer von MyBody, Sonja Butsch und Axel Moddemann. Und um Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln, was hinter MyBody steckt, möchten wir Ihnen einen kleinen kurzen Einspruchfilm zeigen. Steckt eine Menge Energie, eine Menge Power drin, in dem, was wir gerade gesehen haben. Franziska, wollen wir mal wissen, wie du zu alter Power zurückgefunden hast? Im Mai letzten Jahres hast du dein zweites Kind erfunden, hast ein paar Wochen später mit MyBody begonnen zu trainieren, 12 Wochen lang mit einem Programm, das du mitentwickelt hast, zu deiner eigenen Wunschfigur zurückgekehrt. Und ja, erzähl uns mal, wie war das damals in der Zeit nach deiner Schwangerschaft, als du mit MyBody trainiert hast? Ja, ich glaube, vielleicht muss man einfach anfangen, wie es während der Schwangerschaft war. Es war nämlich so, dass ich gesagt habe, ich muss danach sowieso wieder Sport machen. Jetzt genieße ich einfach die Situation und genieße vielleicht das ein oder andere Stück Kuchen mehr, weil ich einfach wusste, es geht danach wieder los. Ich habe ganz gezielt angefangen, wir haben uns ja im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, haben das Programm entwickelt, das wirklich, ich versuchen möchte, in 12 Wochen wieder runterzukommen von meinen Kilos. Und das einfach so zeigen möchte, wie es tatsächlich ist. Ich glaube, dass uns das ganz gut gelungen ist. Man sieht also in meinem 12-Wochen-Programm mich in der ersten Woche schwitzen, stöhnen, maulen, mit 16 Kilo zu viel auf den Rippen. Die Stretch Leggings sah vielleicht anders aus als heute. Aber ich dachte mir, so, genau so ist es und genau so will ich das zeigen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele andere gibt, die wundervoll und schön aussehen, wo ich manchmal sage, das ist vielleicht nicht ganz so Sport, weil niemand schwitzt. Und ich habe wirklich versucht, einfach die Leute teilhaben zu lassen an meinem Programm, nämlich in 12 Wochen einfach Gewicht zu verlieren. Es gibt ein kleines Tagebuch, es gibt Ernährungstipps und wie gesagt, alles wirklich so, wie man das eben erlebt. Dass man nach 4 Wochen zum Beispiel alles hinschmeißen möchte und dass es eben immer noch nicht funktioniert. Und dass man wirklich Spaß auch erst in der 6., 7. Woche bekommt. Und ich glaube, dass das einfach hilfreich ist, wenn man so ein Projekt angeht und sagt, ich möchte Gewicht verlieren, dann passiert das nicht nach der ersten Trainingseinheit und dann fühlt man sich auch nach der dritten immer noch nicht gut, sondern das braucht einfach seine Zeit. Und ich hoffe somit, dass ich den Leuten auch so ein bisschen Motivation mitgeben kann, weil ich sie einfach habe teilhaben lassen an der Zeit, wie ich Gewicht verloren habe. Du bist unheimlich aktiv in der Deutschen Sporthilfe, hast deinen eigenen Verein für Kids e.V. und hast noch andere viele Termine und Verpflichtungen. Wie schaffst du es da, Familie und Sport unter einen Hut zu bekommen? Ja, mittlerweile schaffe ich es wieder, weil es MyBody gibt. Es ist wirklich eine tolle Entwicklung, weil man MyBody im Internet nutzen kann zu jeder Zeit, in der man selbst einfach Zeit hat. Man muss nicht abends, wenn die Kinder endlich im Bett liegen, nochmal raus ins Fitnessstudio, man muss sich nicht einspannen und Zeit freischaufeln, sondern man kann wirklich Sport machen
wann man will, wie man will, wo man will und vor allen Dingen kann man machen, was man will. Man muss sich nicht im Vorhinein schon festlegen, ich mache heute Pilates und dann habe ich heute doch keine Lust, Pilates zu machen, sondern ich fühle mich fitter und will dann doch irgendwie Kraft machen und dann habe ich mich aber schon für den Pilates-Kurs angemeldet, sondern ich kann das alles genau in der Sekunde entscheiden, was ich tue und vor allen Dingen auch, wo ich es mache und ich bin sehr froh, dass es MyBody gibt, weil ich schneller fitter geworden bin, wieder fitter geworden bin, als ich das, glaube ich, ohne MyBody wäre. Und das soll was heißen nach einer großen Sportlerkarriere. Von daher, ich glaube, für jeden ist es irgendwo ein wichtiger Ansatzpunkt, überhaupt Sport zu treiben. Das stimmt. Also deswegen, es gibt einfach keine Ausreden mehr. Das habe ich nicht geschafft oder da habe ich keine Zeit mehr für. Ich glaube, es ist auch sehr bezahlbar. Da gibt es auf der einen Seite mein Programm, was ein bisschen mehr kostet. Ansonsten ist man schon mit 77 oder 99 Cent in der Woche dabei. Man kann zu jeder Zeit kündigen. Man bindet sich also nicht an irgendwelche Sachen länger, sondern man kann es einfach mal ausprobieren und wenn es einem gefällt, bleibt man dabei. Was für dich bedeutet, den inneren Schweinehund zu überwinden? Ja, ich glaube, dass ich als ehemalige Hochleistungssportlerin vielleicht weniger das Problem damit habe, den inneren Schweinehund zu besiegen, aber ich wollte einfach mit aufzeigen, dass das für mich manchmal auch nicht einfach ist. Ich habe mich natürlich am meisten darüber geärgert, dass ich Dinge nicht konnte, die ich früher konnte. Also es gibt so Tiefkniebeugen, mit denen bin ich heute noch nicht befreundet und Liegestütze ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Ding, aber das konnte ich früher sehr gut und als ich angefangen habe mit dem Programm, konnte ich es gar nicht. Und ich habe mich schon über mich selber geärgert, weil das einfach wahnsinnig schwer war. Und natürlich, wenn man so viel Gewicht mit sich rumschleppt, schafft man es dreimal nicht. Aber ich glaube, die Entwicklung ist ganz schön zu sehen. Wirklich so dieses, auch mit Hilfe des Personal Trainers, einfach jemanden zu haben, der einem dann sagt, komm, jetzt bleib dran und jetzt hörst du nicht auf, sondern du machst jetzt nochmal weiter. Das ist ja auch eine gute Sache, die MyBody zu bieten hat, dass man sich wirklich, wenn man Probleme hat mit dem Schweinehund, auch einen Personal Trainer nehmen kann, der dann quasi im eigenen Wohnzimmer steht und einen dabei unterstützt, wirklich das Thema anzugehen, fitter zu werden oder gar abzunehmen. Das Zwei-Wochen-Programm ist jetzt schon ein bisschen her. Wie hältst du dich heute fit? Gehst auf MyBody, klickst rein und rufst deinen Personal Trainer und dann geht's los. Ja, ich bin da schon so ein bisschen abhängig geworden. Also man wird schon, man verlässt sich schon darauf, dass man zu jeder Zeit Sport machen kann, wann man will und plant die großen Sportzeiten nicht mehr mit ein. Es macht in letzter Zeit viel mehr Spaß, weil wir diesen neuen Tool haben, wo ich mich also auch mit Freundinnen verabreden kann und mit Personal Trainer, was dann natürlich umso mehr Spaß macht, weil man nicht ganz allein ist. Aber wir werden ja in den nächsten Minuten sehen, was wir meinen. Ja, vielleicht eine Frage an Sonja Butsch, die Geschäftsführerin von MyBody. MyBody ist seit September online auf dem deutschen Online-Fitnessmarkt. Wie hat sich MyBody seitdem entwickelt? Wie ist das Feedback der Konsumenten? Ja, das Feedback der Konsumenten war von Anfang an ziemlich positiv und was mich überrascht hat, halt auch sehr herzlich. Es ist eine große Familie entstanden, die uns mit Rat und Tat auch beiseite standen und auch Tipps gegeben haben, auch bei der Entwicklung beim Fernsehprogramm zum Beispiel, gesagt haben, hier fehlt vielleicht noch ein bisschen Musik. Und dann haben wir bei den Pre-Testern tatsächlich das sehr ernst genommen und nochmal das ganze Programm nochmal in einer anderen Variante aufgenommen. Also das Feedback der Konsumenten ist uns sehr wichtig. Wir nehmen uns das immer sehr zu Herzen und ja, positiv bis jetzt. Große Familie und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, darum auch wie Part of. Der Unterschied, dass wir halt allen den Weg zur Fitness und zu Sport ermöglichen wollen, egal ob groß, klein, alt, jung, ob finanziell groß, klein. Für jeden ist was dabei. Wir sind die komplette Ergänzung mit Videos, Programmen und Personal Training. Und von 99 Cent bis High Exclusive, für jeden was dabei, an jedem Ort, wie man es gerne mag. Axel, Frage an dich. Online-Fitness in Deutschland, ist das die Zukunft des Sports? Immer mehr Menschen haben wenig Zeit und da bietet sich so eine Plattform wie MyBody doch perfekt an. Hi, absolut. Ich glaube, dass wir da nicht nur einem Trend folgen, sondern den Bedürfnissen der Menschen. Wir sind in einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, Zeit zu finden. Wir sehen das ja gerade hier, wir stehen hier 5 Minuten, geht es weiter, nächste Pressekonferenz und jetzt müssen wir noch 2-3 Stunden abklappern. Also wir haben kaum mehr Luft.
uns selber frei zu bewegen und uns zu erholen. Ich glaube, dass der Erholfaktor ein wesentlicher Faktor sein wird in der Zukunft. Und wir wollen einen Beitrag, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Das heißt, es geht nicht nur um das Private, sondern es geht natürlich auch um Firmen rein. Wir werden Unternehmen ansprechen, sprechen Sie heute schon an, dass Firmen ihren Mitarbeitern sowas anbietet, damit sie einen Ausgleich auch während der Arbeitszeit finden, um sich mal ein bisschen zu relaxen, ein bisschen zu holen, zurückzuholen. Also ich glaube, dass wir da einen schönen Beitrag leisten. Wenn ich meinen Bauch auch noch verliere, nach dem 20. Ja, ich habe ihn gerade eingezogen. Ja. Ja, wollen wir das auf der nächsten Firma im nächsten Jahr sehen. Sonja, heute gilt es, ein neues Tool vorzustellen, im Grunde genommen eine Weltneuheit. Das Tool Live Interaktiv, was steckt dahinter? Erklär es uns bitte. Ja, mit Live Interaktiv erweitern wir die Online-Fitness halt noch um eine Dimension. Das heißt, ich bekomme wirklich persönliche Live-Trainings und Coachings, sei es im Sportbereich, egal welche Richtung, von Yoga, Pilates bis Functional Training, aber auch Ernährungsberatung und auch Stressmanagement. Das wird live ablaufen. Wir haben dort einen Kalender. Der Axel zeigt das gleich bestimmt auch nochmal an der Stelle. Wie gesagt, wir haben einen Fitness-Check, den man live online mit unserem Personal Trainer durchlaufen kann. Wir haben das Personal Training in einer halben Stunde oder in einer Stunde oder auch Ernährungsberatung, wie gesagt. Und das Schöne daran ist, dass wir es ganz komprimiert haben. Wir haben nicht nur einen Trainer, wir haben ganz viele Trainer. Wir haben einen Buchungskalender und dort haben wir dann einfach die Termine. Und man kann sich den passenden Termin für sich raussuchen, buchen und ganz simpel bekommt man dann eine E-Mail mit einem Link. Den klickt man an zur gegebenen Zeit und schon geht's los und ich habe Personal Training zu Hause oder im Hotel. Axel. Was wichtig ist, Franzi vorhin schon gesagt, wir können hier auch mit Freunden trainieren. Also wir laden einen Personal Trainer ein und wir werden das gleich sehen. Franzi ist eingeladen worden von dem Personal Trainer Arne und Arne wird Franzi trainieren, aber Franzi hat gesagt, Mensch Marc, komm doch mit dazu. Marc ist ein Freund von Franzi. Wir trainieren uns sonst auch zusammen und gehen manchmal Waldlauf machen oder diverse Dinge. Lass uns doch mal zusammen trainieren. Ich bin gespannt, was rauskommt gleich, aber da wird kein noch mehr zu sagen. Ja, Franzi hat natürlich jetzt schon Sportsachen an und sie hat sie nicht nur an, um MyBuddy zu transportieren, sondern jetzt wollen wir sie natürlich auch ein bisschen schwitzen sehen. Und neben deinem Personal Trainer haben wir noch einen weiteren Sportler interaktiv ins Boot geholt. Und wenn er nicht gerade dreht in Hamburg, dann müsste uns jetzt der Schauspieler Marc Keller zugeschaltet sein. Hallo Marc. Ein liebes Hallo aus Köln. Kannst du uns verstehen? Ein bisschen, aber ich verstehe euch gut. Wunderbar, das heißt gerade Drehpause in Hamburg. Hamburg. Wir sind jetzt zum Drehen. Bitte? Genau, ja, Drehpause in Hamburg. Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden, aber es... Jetzt? Genau, ihr habt Drehpause in Hamburg und hast jetzt ein bisschen Zeit genommen, um Sport zu treiben. Ja, es ist jetzt verstehe ich dich viel besser. So sieht es aus. Hamburg, Drehen, hab Nachträge auf dem Portal. Aber es ist ja wichtig, auf Leben zu haben, zu bearbeiten, zu trainieren. Nicht jedes Hotel hat mich super. Hier bin ich in einem Special Raum und Beinchen heben kann. Und so, von hier aus, gehen wir mal in die Balance zusammen. Du musst dich aber zu mir aufstellen. Und ich werde mal den Test gut hier balancieren können. Und zwar, stell euch mal bitte einmal auf das rechte Bein. Dass das linke Bein angehoben ist. Ja. Dazu nehmen wir die Hände vor das Brustbein. Presst die mal bitte leicht zusammen. Das pusht das Dekolleté ein bisschen nach oben. Und dann dreht ihr von hier auf jetzt einmal in der Balance mit der Bauchspannung Richtung angehobenen Bein. Arme nach vorne zu strecken, eure Körper runter. So, und jetzt fährst du mit den Armen so an den Boden. Jetzt beginnt er mit den Beinen hoch. Ja. Und jetzt gehst du weiter runter. Und versuchst ganz runter mit deinem Gesäß den Boden zu berühren. Ja. Jetzt schaffe ich leider nicht. Und dann geht die Kamera weg aus dem Boden.
Ja. Ich gehe leider nicht ganz runter. Versuch zu reichen. Hier. Aber sonst ist alles gut. Hallo? Ich komme nur aus hier. Das ist aber gut. Ich versuche trotzdem die Spannung zu halten. So. Viel Spaß. Viel Spaß euch. Ich finde das wirklich super. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Man ist verabredet mit Freunden und manchmal, wenn man selbst Sport macht, gibt es ja noch das eine oder andere, was dann aus Versehen dazwischen kommen kann. Aber wie es dann so ist, wenn man sich verabredet hat, dann kommt in der Regel nichts dazwischen. Es macht, wie gesagt, viel Spaß. Das Einzige, was man braucht, ist natürlich eine sehr gute Internetverbindung. Wir haben es hier gerade gesehen. Es ist dann ein bisschen schwierig, wenn die Internetverbindung nicht stark genug ist. Aber wenn man eine gute Verbindung hat, dann ist die Tonqualität toll, dann ist die Bildqualität toll und man kann wirklich abwechselnd einfach Übungen machen. Und man hat es gerade gesehen, man wird verbessert. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich sage, ich mache gerne nachhaltig Sport. Das heißt, ich möchte auch gerne jemanden da haben, der da mal sagt, du, die Übung jetzt, die sieht ein bisschen schräg aus, versuch mal den Arm ein bisschen besser zu bewegen. Also rundum, ich persönlich bin total begeistert, dass wir jetzt diesen Tool haben. Was würdest du heute den Leuten sagen, warum sollen die zu MyBuddy gehen, mit Sport anfangen, was ist das Besondere von MyBuddy und was ist der Anreiz, jetzt eine Top-Figur für den Sommer zu bekommen? Ich glaube, der Anreiz ist gar nicht mal nur, jetzt eine Top-Figur zu bekommen, sondern ich bin vor 10 Monaten Mutter geworden und habe diese ganze Kilo-Geschichte gerade so hinter mir gelassen. Ich glaube, man fühlt sich einfach wohl, wenn man ein paar Kilos verliert, man fühlt sich gleich leichter, man hat irgendwie Spaß am Leben. Und MyBuddy ist einfach, wie gesagt, eine Sportplattform, die ich immer und überall und egal, wo ich bin, nutzen kann. Ich bin in letzter Zeit wieder viel unterwegs. Und wenn man dann im Hotelzimmer hockt, dann kann man schnell bei MyBuddy reingehen. Und es muss nicht immer eine Kraftübung sein oder eine große Abnehmen-Session, sondern es gibt Meditation, Pilates, Yoga. Ich glaube, man hat einfach, ja, man hat dann sein Fitnessstudio in der Tasche, wenn man unterwegs ist und auch zu Hause. Und am besten ist gar nicht so viel darüber reden, sondern es einfach mal ausprobieren. Und dann wissen, glaube ich, die meisten, was ich meine, wenn sie das einmal ausprobiert haben. Super, dann ganz lieben Dank bis hierhin. Ja. Dir alles Gute, viel Spaß und Freude weiterhin mit MyBuddy.